Requiem, eine Messe für die Ruhe der Seelen der Toten. Es gehörte für Tabitha zur alljährlichen Tradition, um 4 Uhr morgens aufzustehen und zur Weihnachtsmesse zu gehen, die jedes Jahr stattfand. In den letzten Jahren war sie allein gegangen, ohne ihre beste Freundin, die sie auf dem Weg zur Kirche motivierte. Bethany war vor 4 Jahren an Krebs gestorben. Sie war überall im Viertel als die verrückte Katzenfrau bekannt gewesen, denn sie hatte innerhalb der letzten 6 Jahre 23 Katzen besessen. Mal abgesehen davon liebte Tabitha ihren Optimismus und ihren Sinn für Humor. Beide waren 60 Jahre alt und alleinstehend zu sein, gehörte zu den größeren Widrigkeiten des Lebens, mit denen die beiden häufig zu kämpfen hatten. So hatte sich Tabitha angewöhnt, bei Bethany in ihrem Haus auf der anderen Straßenseite vorbeizuschauen und umgekehrt, um bei herzerwärmenden Tee und liebevoll gebackenen Keksen zu plaudern. Tabitha blickte aus dem Fenster. Alles war stockfinster. Solche tiefschwarzen Nächte waren nicht ungewöhnlich. Es war wie eine für Dezember typischen dunklen und düsteren Morgendämmerung. Aber nichts konnte die diesjährige Messe ruinieren. Tabitha hatte von ihrer Freundin, die 2 Wochen vorher in Deutschland gewesen war, einen wunderschönen Aquamarinpelzmantel bekommen. Und sie war begeistert, etwas zu tragen, das nicht so viele Leute hatten. Sie wollte es bei der Messe der ganzen Stadt zeigen. Tabitha machte sich schnell ein Frühstück, aß es so schnell, wie sie es zubereitet hatte und holte ihren neuen Mantel aus dem Schrank. Sie nahm sich einige Zeit, um ihre Kleidung von jeder Seite aus strengstens auf Flecken und Staubpartikel zu überprüfen. Nachdem sie mit der Inspektion zufrieden war, zog sie sich an und ging mit ihrem Gebetbuch, das sich behaglich in die Tasche ihres Mantels schmiegte, nach draußen. Die Umgebung war kühl. Von der beißenden Kälte war Tabithas Nase schon ganz rot. Doch das war ihr egal. Sie dachte nur daran, die Frauen der ganzen Stadt neidisch zu machen. Während sie über die gefrorenen Pfützen schlenderte, konnte sie bereits von Weitem die Kuppel der Kirche sehen. Obwohl sich vom tiefschwarzen Nachthimmel nur die Umrisse abzeichneten, konnte sie dennoch das Licht von Kerzen ausmachen, das durch die Fenster schimmerte. Als sie den Säulengang der Kirche erreichte, erfüllten einstimmige Gesänge die Luft. Auch wenn es ein wenig sonderbar klang, fegte Tabitha das Gefühl beiseite und tat es als Aufregung ab. Schnellen Schrittes betrat sie die Kirche. Sie wurde von einer Gestalt im Priestergewand empfangen, die am Altar emporragte. Plötzlich erstarrte Tabitha mitten im Weg. Ein Dutzend Blicke aus unbekannten Gesichtern, welche sich in ihre Richtung wendeten, traf sie. Alle Kirchgänger sahen so anders aus. Sie waren alt, trugen schmutzige Kleidung und starrten seelenlos vor sich hin. Oh, sie müssen die neuen Gemeindemitglieder sein. Wie schön, vermutete Tabitha, als sie sich zwischen den Reihen der Bänke entlang schob und sich in der Nähe des Altars niederließ. Bald tauchte der Priester hinter dem Altar auf. Das war nicht Mr. Thomas, der reguläre Priester dieser Kirche, sondern ein anderer. Als Tabitha den Kleriker genau beobachtete, bemerkte sie, dass in seinem Gesicht kein Ausdruck lag. Er begann etwas zu murmeln, was für Tabitha nicht hörbar war. Aber es erschien ihr, als hätten alle anderen alles verstanden, da es hin und wieder ein paar Ausrufe von Zustimmung gab, die aus verschiedenen Reihen laut wurde. Dann standen alle auf und fingen an, etwas zu singen, das ihr völlig fremd war. Da sie zu sehr damit beschäftigt war, verwirrt zu sein, bemerkte Tabitha nicht einmal, dass sie die Einzige war, die saß. Einige aus der Gemeinde sahen sie an, als wäre sie eine Außerirdische. Kalte Schauer begannen, ihre Wirbelsäule entlang zu tanzen. Tabitha stand schnell auf, nur um festzustellen, dass sie nun noch mehr Aufmerksamkeit bei den Besuchern erregte. Plötzlich hörte sie eine ihr sehr vertraute Stimme, die irgendwo hinter ihr ihren Namen flüsterte. Als sie sich umdrehte, rutschte ihr das Herz in die Hose. Es war Bethany, ihre beste Freundin, die seit 4 Jahren tot war. Als sie diese völlig verängstigt ansah, murmelte Bethany: Was machst du hier? Die Messe beginnt doch erst in 2 Stunden. Tabitha schaute schnell auf die Uhr. Sie hatte völlig vergessen, dass sie eine trug. Es war 3:12 Uhr. Ihr Herz schlug ihr bis zum Hals.
Bethany packte schnell ihren Mantel und führte sie zum Eingang. Während Bethany Tabitha aus der Kirche schob, sagte sie, »Das ist dein Glückstag, Tabitha. Was hast du dir nur dabei gedacht, an Weihnachten um Mitternacht in die Kirche zu kommen? Weißt du denn nicht, dass das die Zeit der Totenmesse ist?« Tabitha begann zu zittern, als ihr klar wurde, dass sie mit einer verstorbenen Person sprach. »Immer zu Weihnachten kommen alle Toten der Stadt hierher, um am Requiem teilzunehmen«, fuhr Bethany fort. Plötzlich flog die Kirchentür auf und ein paar graue Gesichter erschienen im Eingang. Einer von ihnen brüllte, »Sie lebt! Schnappt sie euch!« Verschiedene tote Hände ergriffen Tabithas Aquarinmantel und rissen ihn in Fetzen. »Lauf und wage es nicht, zurückzukommen«, rief Bethany, als sie Tabitha die Treppe der Kathedrale hinunterstieß, um sie dazu zu bringen, nach Hause zu gehen. Tabitha ließ das, was von ihrem Mantel noch übrig war, fallen und eilte, ohne auch nur einen Blick zurückzuwerfen, nach Haus. Sie begegnete einigen Kirchgängern auf dem Weg zur Messe. Als sie sich dem Eingang zum Haus näherte, hörte sie die Kirchglocken 5-mal läuten. Die Weihnachtsmesse hatte begonnen. Sie schloss sich in ihrem Zimmer ein und dachte nicht einmal daran, auch nur einen Fuß auf die Straße zu setzen. Man fand einen zerrissenen, zerschundenen Aquarinmantel, der von unzähligen Larven bedeckt am Eingang der Kirche lag.